So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von South Park, The Fractured But Whole. Hallo und willkommen, ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Oh nein. Kein Problem, sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Hey, Kumpelchen, mach's dir gemütlich. Kevins Puppe, ja, mach ich schon, keine Sorge. So, mit dir muss ich ja noch eine Quest machen, aber ich will erst mal hier rumgucken. Ist das bescheuert, Alter? Ist das bescheuert? So, setzen. Aber mit dir kann ich doch ein Selfie machen. Hey, eine Hand wäscht die andere. Hä, kann ich mit dir jetzt ein Selfie machen? Hey, eine Hand wäscht die andere. Komm, setz dich, lass uns quatschen. Ja, okay, vom mir aus. Also, warum lauft ihr hier herum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden, Selbstjustizler, so wie Ben Affleck? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Umsatteln, zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Eine Hand wäscht die andere. Okay, wo kann ich das dann aufhängen? Steht das auf der Karte oder? Hier steht auch, glaube ich, die Schwierigkeit dahinter jedes Mal. Wer bist denn du? Ja, hier kann ich auch noch was kaufen. Aber hier ist halt auch nichts Wichtiges drin, ne? Ist hier irgendwas Wichtiges? Nö, ne? Nö. Aber wir können ins Jungenklo. Super. Lol. Ah, immerhin! Polizistentoilette. Immerhin hast du mal ein neues Klo gefunden. Ja, es war easy. Alter, wohin könnten wir da rein? Ach, in die Mädchentoilette einfach. Yolanda-Perücke. Oh Gott. Warte. Yolanda-Kleid. Ach, hier kann ich auch nochmal. Polizistinnen-Toilette. Ach, das ist auch noch schwieriger sogar. Hallo, warum geht das nicht? Na komm, das war schlecht.
So, zack, 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 da Druck aufbauen, oh yeah, oh yeah. Fuck, wie soll denn das gehen? Ja, das ist... Sorry, aber das ist unmöglich. Was mich interessieren würde, muss ich die meistern, oder? Ach, ich muss die höchste Meisterschaftsstufe erreichen. Das heißt, die habe ich ja gar nicht... Die habe ich damit gar nicht... Yolandas Toilette ist sogar eine andere. Ich muss die höchste Meisterschaftsstufe schaffen. Das heißt... Wir müssen es auch auf dem höchsten Niveau machen. Okay. Mann, wir müssen es schaffen. Ich wünschte, ich würde wissen, von welchem Ding das mir fehlt. Ich weiß gar nicht, ob wir die 100% da machen wollen. Das überlege ich mir noch. Ich will das jetzt erstmal hier meistern. Perfekt. So, sieht man das jetzt, ob wir das jetzt hier gemeistert haben, oder? Ah, okay. Wenn das hier so ein Kreuzchen hat, so ein Haken. Interessant. Okay, dann können wir eigentlich die 100% wirklich machen. Na, let's go. So, hier beim Druck aufbauen, das ist ja eher so ein Basisding. So, komm. Das mit dem Druck aufbauen, das ist eher sonst sich wieder eingewöhnt. Und das Ding. Fuck, wir haben... Fuck, ist das schwierig, Alter. Ja, sorry, aber das ist ja komplett schwierig hier. Das will ich jetzt aber sowas von machen. Komm, wir kriegen das hin. Du Scheiße, ist das schwierig, Alter. So, immerhin. So. Immerhin das erste schon mal geschafft. Wir haben noch relativ viel Zeit. Let's go. Fuck, Alter. Da haben wir jetzt zu viel Zeit gelassen. Ja, solche... Das ist schon schwierig. Mann. Es geht viel zu schnell. Das müssen wir machen. Das kriegt man hin. Komm. Alter, ist das schwierig, ey. Das muss man halt auch hinkriegen, ne? Ah. Ach, wenn man hier... Fuck. Aha. Ah, guck mal, wenn man das hier richtig... Wenn man das hier nämlich richtig auch machen, dann kann man hier... Fuck. Mann! Das ist
richtig schwierig. Vor allem dieses Druck aufbauen, da kann man das doch gar nicht richtig machen. Das ist echt viel zu schwer. Fuck! Ja, das Florida ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ob wir geben jetzt noch einen Versuch und irgendwann machen wir die 100% einfach, also wenn es euch interessiert. Dann machen wir das einfach so, weil ich denke, das ist scheiße ein bisschen, wenn wir jetzt hier in die Story-Parts das machen. Fuck. Na, ja, scheiß drauf. Das machen wir wirklich, wenn wir jetzt hier Nebenkram und so weiter machen. So, kann ich das hier mitnehmen, du? So, mehr gibt's ja auch nicht. Scheinbar nicht. Oh, ich werde, du findest ein Plätzchen in der Polizeiwache für meine Kopfaufnahme. Immerhin werde ich extremer. Kopfaufnahme aufhängen, okay. Nice, okay, hier können wir immer gucken. Ja, ich wollte eigentlich... Du weißt, dass rund um das Rathaus viel los ist. So muss ich das machen. Sehe ich das auch auf der Karte? Hä, was meint denn der mit dem Rathaus? Aber man sieht es, glaube ich, nicht auf der Karte, oder? Oder sehe ich das auf der Karte und ich bin bescheuert? Nö, aber der hat mir gesagt, am Rathaus. Na gut. So, wo müssten wir jetzt hin? Wir müssen einfach nur geradeaus, also nach rechts. Hier sind Bauarbeiten. Okay, hier ist was zum kaputt machen. Dann kriege ich das hier hin. Was auch immer mir das bringt. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Servus. Bei den Bullen hier habe ich ein ungutes Gefühl. Ach, das ist City Hall. Ja, wie komme ich... Okay, da komme ich wahrscheinlich so hin. Oder? Ja. Dreifach, okay, Powerbar. Hier müsste doch... Ah, der meint das hier wahrscheinlich. Ja, das ist ein Yaoi-Bild. Hanabi-Walzer. Nice. Du weißt, dass sie einen im Gemeindezentrum alles posten lassen. Da gibt es null Qualitätskontrolle. Ja, das mache ich doch schon. Okay. Es gibt Gerüchte, dass in der ganzen Stadt Katzen verschwinden, Ma'am. Dürfen Katzen wählen? Nein. Also egal. Ja, das klaue ich jetzt. Trick und Craig. Griff nach der Liebe. Das ist so bescheuert, Alter. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Okay. Wer mich für hochnäsig hält, kann mit seinem abgefuckten Pickup besoffen seine Trailerparkbude niedermähen. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Compendium Dium de Kisten.
Wer mich für hochnäsig hält, kann mit seinem abgefuckten Pickup besoffen seine Trailerparkbude niedermähen. Wie folgten die mir? Fuck, hier sind 6-Klässler. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Servus! Wo bist du hin, Pussy? Oh, ich musste meine Mom echt auf ihr Zimmer schicken. Kleiner Pisser. Okay, dann besiegt man halt die 6-Klässler, die nerven mich eh. Okay, der hat schon ziemlich viel verloren. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, tanze nicht, aber lass uns boxen. Du schaffst das! Du gehst mir halt echt schon auf die Nerven, weißt du das? So, du kleines Arschgesicht, komm her! Bam! Hat was. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Komm nur her, du kleines Arschgesicht. Zack, du bist tot. Du Affe, Alter. Ja, das hab ich kaum gesehen. Für 4-Klässler seid ihr echt sehr erbrocken. Oh nee, der gibt mir sowas. Igitt, Alter. Was darf von deinem Freund passieren? Das ist... Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ohne zu zucken, Respekt. Okay, der macht schon relativ viel Schaden. Ist der tot? Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Fühlt den Zorn von Humankind! Kann er mich heilen? Oh, danke schön. Wohl bekommst! Lass dich tragen! Okay, los geht's! So, dich will ich jetzt abprügeln. Komm nur her! Bam! Ja, Treffer reicht für einen Home Run! Ah, der ist aber jetzt in diesem Ding jetzt hier drin, ne? Ich will dir einfach eine reinhauen. Bam! Fuck, aber der macht jetzt seine Attacke wahrscheinlich, ne? Ich nehme meine Blutprobe. Alter, wobei, wir können den immer noch. Wir können ihn schon davor noch besiegen. Zack. Kranke Scheiße, Alter. 4-Klässler versohlen, geile Sache. Scheiße für dich. Fuck, ich verliere jetzt ziemlich viel Leben. Ich bin jetzt dran. Fuck. Gefällt dir das 4-Klässler? Fuck. In der Schule gibt's davon noch mehr. Online. Und nun flieg! Oh, kannst du ja gar nicht. Aber wir haben jetzt hier ein Wiederbelebungsserum, okay, das geht. Oh, fuck, Alter. Habe ich mich ein bisschen überschätzt. Kann ich trotzdem? Ah, ich kann aber nichts benutzen. So, immerhin kann ich dich jetzt verprügeln, oder? Oder ich setz mal das Macaroni-Bild ein. Einmal je Kampf. Bereit für ein Wunder? Judenpfadfinder Ehrenwort. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alter, ist das cool. So, du Arschgesicht. Jetzt kriegst du aber auf die Schnauze. Ciao, du Affe, Alter. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Scheiß 6-Klässler.
Danke, dass du mir diese Macaroni-Bilder dargebracht hast. Junger Held. Shalom, Koscher. Ist das geil. Kann ich mit dir ein Selfie machen? Nee. Ich hab einen Kater. Ich brauch ein Konterbier. Ich brauch ein Konterbier. Was ist denn das denn? Kann ich da nicht hoch? Nee, leider nicht. Zumindest weiß ich nicht wie. Ist ja auch egal. Aber hier waren wir schon mal. Wir haben Zeug, das testen sie nicht mal an Affen. Ein Fehler gemacht? Dann bist du hier richtig. Du kommst bestimmt wieder. Missionsgegenstand, das hatten wir doch schon. Was war denn das hier nochmal? Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Okay. Ah, hier war ich, glaube ich, noch nie, oder? Ah, gesperrt. Kann ich bestimmt aber kaufen. Ich wünsche dir viel Glück. Ah, Memberberries. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Nice. Hier kann man nichts kaufen, oder was? Was ist das für eine geile Musik? Checkade, 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 tschu. Ja, stimmt, weil wir hier durchgegangen sind. Erinnert ihr euch? Da sind wir gar nicht links lang gegangen. Interesse an einem Vertrag, gegen den dein aktueller aussieht wie Hundescheiße? Oh, lieben gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Alter, wir haben schon $25. Schau bald wieder rein. Stimmt, wenn ich das benutze, wohin könnte ich dann hin? Ich bin der schnellste in der Stadt. Ah, hier ist Freeman's Tacos. Ja gut, aber wir wollten ja, glaube ich, zu meinem Haus. Ich will ja die Belohnung hinbekommen. Lieber schnell. Und er hat gesagt, ich will die Belohnung jetzt mitnehmen. Zack, bams. Ich krieg ja Geldbelohnungen und ich kann auch zu Craigs Haus gehen. Bis denn. Wo war denn Craigs Haus? Wo ist Craigs Haus? Okay. Nicht mal so weit weg, wenn man es auch so sagen kann. Kommt, Mietis, ich hab Bock auf Pornos. Weißt du was, wir besiegen jetzt einfach mal ein paar Sexklässler, würde ich mal sagen. Dann kriegt man auch hier etwas bei unserem Superheldenbogen. Ein bisschen was mehr. Wir müssen ja Mobber-Macho oder sowas machen. Na dann, let's go. Kann ich überhaupt jemanden treffen? Leider nicht. Ich kann mir ein bisschen Blut. Aber immerhin, ich kann mit wenigstens Moskito den attackieren. Oh nee. Wie geht man? Ah nee. Der kann ich einen Schutz geben. Ich gebe dir ein Schutzschild, damit du nicht stirbst. Das
So, Craig. Ich meine, Super Craig Time. Na, Craig, ich kann leider nichts mit dir machen. Los, Wunderarsch. Ich kann ich auch nichts abziehen, oder? Ja, muss ich auch meinen Zug beenden. Aber wenigstens bist du dann weg. Ich hoffe, du stirbst. Leider nicht. Ja, es ist schlecht. Aber der Typ hat nicht mehr so viel Leben. Warum soll ich das essen? Nimm das, Zwerg! Fuck, die sind halt angewidert. Nicht gucken, ihr Schwachteln! Ich bin drin. Okay. Nicht gucken, ihr Schwachteln. Ist das bescheuert? Ah, der ist wenigstens tot dann. Ja, gut. Ciao. Bams. So, der Typ ist auch nicht mehr. Der hat auch nicht mehr so viel Leben. Also los. So. Kann ich dich verprügeln? Nee. Fuck, mit denen kann ich nichts machen. Da gehe ich wenigstens hier hin. Ich glaube, so kann ich den angreifen. Ja, gut. Komm nur her, du kleiner Pisser, Alter. Angewider. Bams. So. Dann. Okay, du bist tot. Gut. Der andere war auch, glaube ich, der hatte nicht mehr so viel Leben. Ah, der ist jetzt aber auch leider dran, aber der, seine Attacke bringt nichts, weil wir alle da weg sind. Ha! Nächste Behandlung gefällig. So, du Arschloch. Tja. Verpisst euch lieber. Brecher der Viertklässler. Besiege 15 Sechstklässler. Okay, das war der nächste Quest. Und die kümmern wir uns bestimmt mal. Ich weiß nicht, ob wir die 100... Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich hätte schon Lust, da nicht die 100% hier zu machen. An sich ist das ja, wie gesagt, gar nicht mal so schlimm, die 100% eigentlich. Kriegt man einen sich hin, aber es dauert halt seine Zeit. Seekreuzkostüm und Geld kriegt man ja auch noch, glaube ich. Habe ich Geld bekommen? Ich habe kein Geld bekommen. Aber ich habe, glaube ich, ein Artefakt bekommen. Also ich finde es auf jeden Fall cool gemacht mit dem System, dass man so Artefakt-Dinger, Oh, hallo Schatz, ich hoffe mal... Finde ich auf jeden Fall cool, das System. Ist echt cool. Ja, an sich, guck mal, hier wären wir dann schon. Ist ja nicht mal so weit. Wir wollten ja eigentlich nur zu Craigs Haus. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir. Nein, will ich nicht. Ciao. Hier ist Craigs Haus, genau. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt endlich ein Foto mit Craigs Vater machen. So, mit dem kann ich jetzt erstmal reden, oder? Schön, dass auch Kids in deinem Alter Kunst wirklich wertschätzen können. Habe ich jetzt eigentlich alles gemacht? Nein, das muss man auf Karte gucken. Ach so, noch mehr muss ich finden. Okay. Verstehe. Ich glaube, bei 10 war das so, dass wir... Oder? Okay, machen wir ein Selfie, kleiner Yaoi-Sammler. Dankeschön.
Nice. Wenigstens etwas. Ich sehe gut aus. Danke fürs Selfie. So. Jetzt will ich mal gucken, Kunstagram. Wie viele Follower wir hier schon haben. Gelangweilt Arschlappen. Das ist bescheuert. So. Wir haben jetzt insgesamt 26 Follower. Boah. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt, aber ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Das laber ich da nicht. Wir haben noch nicht mal. Ich glaube, nicht mal ein Viertel. Ich glaube, da gibt es auch wieder so um die 100. Oder mehr. Locker mehr. So. Na gut, da haben wir auf jeden Fall jetzt hier schon mal ein Selfie bekommen. Aber ich sehe doch hier was. Hier ist so eine Truhe. Ich finde euch schon noch, Mizis. Ja, komm, wir besiegen die Sechsklässler. Komm, let's go. Kann ich den Plan ändern? Ich will einfach Verbündeten ersetzen. Ich will mal den ersetzen durch... Okay, wir haben nicht mehr Verbündete, damit du Bescheid wirst. Deswegen will ich jetzt einfach mal Jimmy ausprobieren. Gewonnen, toll. Let's go. Ich will mal seine Ultimativkraft sehen. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast. So, komm her. Bam! Du haust echt ordentlich zu. Das Publikum wird toben. So, den kann ich... Alter, der kann auch viel geilere Sachen, der Typ. Wieso haben wir den nicht? Wieso benutzen wir den nie? Mann, jetzt klingeln mir sauber die Ohren. Der ist sau gut, der Jimmy. Verstehe nicht, warum wir den nie benutzen. Eine Konterbrutalisierung. Fuck, Sechsklässler-Bombe. Entschuldigung, ich muss in Ballon pissen. Kein Power! Na ja gut, immerhin können wir... Oder wir machen Schild. Let's go. Immerhin geschützt. So, Craig verprügelt so lang den hier und der ist dann tot. Bums! Okay, wir müssen den hinteren irgendwie down kriegen. Okay, den krieg ich sogar down. So, ciao. Weil der nervt. Das war episch. Der macht halt ein bisschen, macht ein paar Safe Zones weg hier, ne? So, dich können wir verprügeln. Ach, okay, der kann nur so angreifen. Wie ein Blitz. Alter, verausgab dich nicht. Halt die andere Arschbacke hin. Der ist wirklich gut, Jimmy. Halt, startbereit. So. Okay, ich dachte schon, der haut ab. So, ich will jemanden heilen. Okay, dann mache ich wenigstens Schutz. Hier, bitte. Zack. So. Bin ich schon am Zug? Okay. Naja, immerhin können wir den ein bisschen provozieren. Also mit Quake kann ich leider nicht angreifen. Nur mit mir selbst. Ah, der wäre aber nicht low. Also der wäre nicht tot. Oder? Das gibt garantiert leider nicht. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Oh, mit Jimmy. Warte mal, wir können von hier den angreifen. Ah, gut, der ist tot. Ciao. Feind am Boot. Und wieder sechs Kräster verprügelt. Bams. Ja, jetzt hätte ich natürlich wieder die Ultimativkraft, aber die bringt mir halt absolut nichts mehr. Kann man halt leider nicht, kann man echt nicht oft benutzen. Aber immerhin schon 15 Sechsklässler. Bald besiegt. So, wo wollten wir lang? Rechts lang, ne? Wir wollen ja, jetzt zum Taco Bell, denke ich mal, oder? Boah. Ab zum Taco Bell. Ach, warte mal, Gemeindezentrum ist wo genau? Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Wir könnten eigentlich zum Gemeindezentrum gehen und dort was aufhängen. Also das Kopfplakat oder wie das heißt. Und könnten dann mit dem Fernreiseding von der Schule dorthin zur Hauptstraße gehen. Da haben wir beide Sachen erledigt. Und das hat auch nicht lange gedauert, bis dahin zu laufen.
So, im Ding drin oder wo soll ich das aufhängen? Ah, hier, okay. Ach so, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich, warum... Ah, es macht Sinn. Jetzt verstehe ich, warum diese Leiter hier ist. Wir haben ja schon mal versucht, hier irgendwas zu machen, aber es hat irgendwie nichts gebracht und jetzt kann man hier was aufhängen. So, haben wir schon mal drei davon. Die Latte-Typen mögen mich wirklich. Sie schätzen einiges von meinem eher intellektuellen Material. Latte-Typen. Okay. So, aber wir benutzen jetzt mal Fernreise und gehen jetzt kann langsam zum Taco Bell-Dings. Behilflich sein? So. Na hier, da wär, guck mal, da wären wir schon beim Taco. Hier gibt es auch noch eine. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Und hier haben wir noch eine Mission. Wir haben gar nicht mal so viele Missionen gerade. Aber es gibt hier einfach so viele Möglichkeiten. Also wir haben hier noch relativ viele Nebenquests bestimmt noch zu machen. Und das ist halt echt cool. Finde ich super. Wir sehen uns. Und ich glaube, wir haben auch schon, glaube ich, den Part schon ein bisschen überzogen, glaube ich, irgendwie. Ach du Scheiße, da sehe ich schon jemanden. Gibt's dafür eigentlich auch irgendwas? Für den Charakterbogen oder... So wie ich sehe, nicht. Beschwörungen haben wir nur eine. Es gibt nur vier. Ach, ich kann nur 10-mal ihn insgesamt beschwören. Okay. Also mit diesen Chaos-Dingern da steht nichts da. Das heißt, die werde ich jetzt auch erstmal noch nicht besiegen, weil die bringen mir absolut nichts. Sollen wir heute Tumult stiften oder für Unordnung sorgen? Ja und ja. Ich würde aber sagen, das war's jetzt mal für diesen Part. 3 Stunden 9 und... Boah, 31 Minuten. Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Morgens nichts mehr. Tschüss.